Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS19 Maps Mods and More. Und diese Woche sind wir zu Gast auf der Walchen 2K19, also ja, auf der Walchen Map für den aktuellen Landwirtschaftssimulator. Und so sieht die ganze Sache aus, wenn man da reinkommt. Ich habe echt Bock, denn es ist für mich jetzt ein ganzes Stück, dass ich mal wieder Landwirtschaftssimulator spiele, denn ich habe über Weihnachten und so mal eine Pause gemacht. Und ja, das heißt, es ist jetzt schon mal 2 Wochen her, dass ich wieder im LS bin und habe mir da mal ganz, ja, ich möchte fast sagen, ein ganz besonderes Stück rausgesucht, denn die Walchen gibt ist jetzt natürlich schon ein Stück, die ist irgendwann Anfang September letzten Jahres rausgekommen. Ist allerdings immer noch die Beta, ist glaube ich jetzt die Version 0.9. Aber werden jetzt einige sagen, ja, die gibt's ja schon lange, gibt's ja nichts Neues mehr. Ist denn hier irgendwie, ja, gibt's denn nichts Tolleres? Und denen sei gesagt, es gibt momentan nichts Cooles Neues, was mich interessiert. Deswegen arbeite ich mal so ein bisschen meine Liste ab, wo ich noch ein paar Sachen draufstehen habe, die ich mir mal angucken wollte. Dazu gehört auf jeden Fall die Walchen, denn die gibt es prinzipiell schon seit dem 13er und ist dann ja alle 2 Jahre quasi mit dem neuen Landwirtschaftssimulator irgendwann rausgekommen. Eine Sache, die die Map auszeichnet, ist natürlich die bergige Landschaft, was mir persönlich sowieso ja immer relativ gut gefällt, da ich doch eher so für topografisch anspruchsvollere Maps bin. Sprich, wenn es ein bisschen hügelig ist und so. Gut, wir starten hier quasi beim Händler. Ich spiele auf der einfachen Stufe, ohne Seasons Mod, dass wir uns hier die ganze Sache mal angucken können. Die ist natürlich, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, die ist doch schon Seasons Ready spielbar. Falls hier und da ein paar Bugs gibt, wie gesagt, das ist noch die Beta. Ich weiß, dass da auf jeden Fall noch was passiert, weil ich letztens zumindest irgendein Update gelesen habe, dass die ersten 9 Hütten verbaut worden sind und da wahrscheinlich demnächst auch dann bald wieder ein Update kommt. Dann schauen wir uns erstmal die Map an und sehen, dass die ganz hübsch aussieht. Da ist schon viel Detail auf der Map und es fällt natürlich auch auf, dass es ja prozentual doch recht wenig Felder gibt, sind natürlich hier wieder diese bunten Sachen und viel Wiese, Wald, so wie man das auch immer nennen mag. Gut, das heißt, eine Besonderheit ist auch, ich spiele auf einfach, das heißt, man hat normalerweise zum Anfang immer Hof und so ein bisschen gelumpig, ist in dem Fall jetzt nicht so. Man kann sich nahezu alles kaufen, was wir hier so sehen. Und ich würde sagen, immer irgendwas, wo Heulager oder irgendwas dazu steht, das sind auch immer Höfe, auf denen wir uns niederlassen können. Was wir uns jetzt nicht kaufen können, ist hier das Lagerhaus, hier unten ein bisschen Stadt. Ansonsten können wir uns eigentlich nahezu alles unter den Nagel reißen. Wie wir sehen, da gibt es also alter Gärtnerhof. Da gibt es recht viele Höfe, denen wir anfangen können. Können uns jetzt sogar die BGA kaufen. Haben hier unten mal Nagelbauer. Uns das mal angucken. Kostet jetzt, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Na gut, so vielleicht 700.000 und das ist schon ein recht großes Areal, möchte ich mal sagen. Dann schauen wir uns mal vielleicht noch die Verkaufsstellen an. Sehen also auch, dass alles relativ schön über die Karte verteilt ist, was mir immer persönlich ganz gut gefällt, weil man dann eben auch die Karte ein kleines bisschen aus, was heißt ein kleines bisschen, eben ganz ausnutzt. Und ja, da auch was von der Karte hat. So, was haben wir hier hinten jetzt noch? Ich habe nahezu keine Information zu der Karte gefunden. Das ist egal, auf welchen Portalen ich geguckt hatte. Da steht immer bloß drin, ja, hier Walchen, Beta, Sachen und Zerealien können an den Höfen verkauft werden. Das ist eigentlich so nahezu jede Information, die ich gefunden habe. Es sind zudem keine Feldfrüchte. Es ist, vielleicht kann es mal von euch jemand sagen, gibt es da irgendeinen Schlauen? Ich habe jedenfalls da noch nichts gefunden. Irgendwelche Paletten irgendwas. Ist auf jeden Fall teuer. Irgendwas mit Holz wird es halt wahrscheinlich sein, weil es, ja,
wie gesagt, im Sägewerk ab. Das ist irgendwie kleine Fässer oder sowas und das dann halt Holz sein. Okay, ansonsten haben wir so Standardsachen. Ich weiß auch nicht, ob da noch mehr reinkommt. Lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, ich habe da recht wenig Informationen dazu gefunden. Dann machen wir uns mal einen kleinen Fahrplan, denn wir wollen uns ja hier, wie auch in den anderen Map-Reviews, mal eher so den optischen Sachen der Karte widmen und ja, die technischen mal ein bisschen, mal einen Überblick verschaffen, aber das soll hier ja nicht so im Vordergrund stehen. Deswegen, wir sind jetzt hier. Ich habe mir schon einen Traktor gekauft, das ist natürlich jetzt die Sache. Man spielt auf einfach, hat jetzt dadurch erst auch plus 100.000 zur Verfügung und hat im Prinzip also gar nichts. Das heißt, man muss erstmal groß Kredit aufnehmen, wenn man hier irgendwas will. Ich schätze mal, das wird aber auch noch mit den nächsten Updates geändert. Dann fahren wir einfach mal so ein bisschen gegen Uhrzeigersinn, würde ich sagen. Dass wir mal hier oben vielleicht die Ecke mitnehmen, hier oben mal zu dem See, hier unten mal die Wiesen- und Waldflächen angucken und dann hier vielleicht mal noch ein bisschen zu den Feldern düsen. Haben wir mal einen JCP rausgesucht, denn den bin ich schon ewig nochmal gefahren. Sprich, eigentlich seit wir im Livestream die ja, die Map gewechselt haben. Von der Standard-Felsbrunn auf die Bergmann. Und das ist ja jetzt schon, das ist schon ewig her. So. Es sieht hübsch aus, muss man sagen. Feldweg ist jetzt hier so Untergrund Standard. Schotter ist, ja, kann man machen. Wir werden sehen, ob es noch irgendwie Verkehr oder sowas gibt. Ist jetzt hier auch die Wiesensachen, Seitenstreifen, ist jetzt nichts so Spektakuläres, aber sieht in sich stimmig aus und doch recht hübsch. Wir sehen hier oben mal die ersten Felder, an denen wir jetzt quasi vorbeikommen. Das ist schon süß gehalten. Also es sind schon eher kleinere Felder, ne? Muss man schon sagen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier hinten Sonnenblumenfeld, es sieht schön aus, aber ich sag mal, der Ertrag wird jetzt nicht ganz so hoch sein wie auf anderen Karten. Ansonsten, ja, das ist schlicht pragmatisch, aber wie erwähnt, stimmig gehalten. Gibt es jetzt so von dem ersten Eindruck sicherlich bessere Maps, die wir hier auch schon gespielt haben. Aber ist doch, denke ich, ganz spielbar gehalten. So, dann fahren wir mal, würde ich sagen, hier ein kleines bisschen ins Gelände, denn das ist ja eine der Sachen, weswegen ich mir das rausgesucht habe. Gucken wir uns mal hier oben das Waldgebiet ein kleines bisschen an, würde ich sagen. Ach, das sind jetzt hier halt wieder so Standard Untergrund Sachen auch. Der Wald ist jetzt nicht speziell detailliert, aber das ist vollkommen in Ordnung. Hier rumpelt es ein bisschen. So gefällt mir das. Das sind hier zumindest selber gebaute Feldwege. Nix Vorgefertigtes. Gut, wobei da ist jetzt auch nicht so viel Wert aufs Detail gelegt worden. Ja, aber im Prinzip, es macht halt, ich muss halt ganz ehrlich sagen, macht das halt so, wenn man so topografisch ein bisschen was anderes hat, außer immer flach, dann sieht es per se schon erstmal viel interessanter aus, finde ich. Das ist jetzt, guck, wenn man jetzt hier hinter geht, das ist nichts, das ist die Steine, die Wiese, Weg, Standardbäume, das ist nichts Krasses, aber wenn man da hier hinter geht, so mal den Feldweg, es wirkt schon krass. Gehört dir. Okay, vielen Dank. Ist gekauft. Es wirkt doch alles schon mal ein kleines bisschen realistischer, ein kleines bisschen gemütlicher. Und das ist einfach so ein Punkt, der mir bei solchen Karten doch sehr, sehr wichtig ist. Da oben hätten wir auch
Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz. Was sind jetzt hier? Was ist denn das da oben? Das ist nämlich zum Beispiel Reiter. Das ist nämlich schon mal ein ganz schöner Hof. Vielleicht gucken wir mal, dass wir da irgendwie hinkommen, dass wir da eine Zufahrtsstraße finden, dass wir uns mal wenigstens einen so einen Hof angucken. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel verzweigte Wege und nette kleine Wiesen. Also muss man sagen, ist die Karte wäre für mich jetzt vom ersten Eindruck doch eher prädestiniert für Leute, die, sagen wir mal, ein bisschen mehr so in Richtung Viehzucht gehen wollen. Man hat viele Wiesenflächen und ja, einfach ein paar Felder, wo man dann, sagen wir mal, noch sein eigenes Futter anbauen kann. Das ja, würde mich für mich da auf jeden Fall Sinn machen. Ja, der Hof ist jetzt hier. Ein Stall. Ja, das ist ganz cool arrangiert, ne? Auch da kann man jetzt nichts groß Schlechtes drüber sagen. Es ist, sagen wir mal, nicht krass detailreich, aber das sieht gut aus. Es hat sich jemand Mühe gegeben, das merkt man. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es dann auch so cooler, als wie wenn man jetzt permanent einfach so sinnlos Sachen hingestellt hat, plus dass ein paar Details auf dem Hof sind, ein paar Details auf der Map sind. Da lebe ich lieber ganz ehrlich mit sowas und sage, das ist stimmig, das ist schön und ja, habe nicht sinnlos verhunnebiebelte Sachen da stehen, wo man sich halt denkt, gut, das steht halt jetzt auch nur da, dass irgendwas da steht. Von daher fahren wir vielleicht mal gleich den Weg, wenn wir da lang kommen, hier hinten weiter. Und dann mal wieder ein kleines bisschen hart nach unten zu stechen. Wirklich jetzt da hinten, so diese Ortschaft, die Höfe, die Häuser da hinten. So auf der Anhöhe, das sieht doch. Das sieht schon schick aus. Na guck, man sieht halt auf der Karte. Leider, das ist ja auf der Schrägen, hat sich ja mal eine Pfütze gebildet, warum auch nicht. Aber. Aha, okay. Ich glaube, hier ist das Ende Gelände. Haben wir hier so einen kleinen. Zum Beispiel hier, das meine ich, es ist halt so jetzt ringsrum so Sachen platziert, wo man sich halt denkt, na gut, die stehen halt einfach bloß da, dass das halt so ringsrum irgendwie so ein bisschen abgedimmt ist. Was. Sachen ergeben halt. Mit so viel Sinn. Aber okay, ist gekauft. Da fahren wir mal durch den Stein durch, warum auch nicht. Gut, dann schauen wir mal, dass wir irgendwie noch nach unten kommen. Wir haben ja schon wieder fast eine Viertelstunde verplappert da hier, ne? Weil Höfe sind auch, wenn die jetzt alle, sagen wir mal so, in der Dimension sind, sehr knackig und klein gehalten. Wobei der, wenn ich jetzt mal so auf die Karte, wenn wir nochmal kurz auf die Karte gucken, der jetzt schon eher größer aussieht. Ja, als die anderen, die da noch so sind. Dann schauen wir mal. Fahren wir hier mal noch ein bisschen durchs Gemüse. Die Straßen sind doch recht eng gehalten. Allein davon ist das hier nichts unbedingt für XXL-Farming. Sind für meinen Geschmack jetzt auch ein bisschen gerade. Okay, hier hat jemand. Ja, das Schild ist auf jeden Fall Textur. Kann man mit interagieren. Kleine Ortschaft, eine Kirche mit dem Campingwagen davor. Warum auch nicht? Holz schnell. Ja, Straßen sind halt so ein bisschen gerade. Ortschaft ist in Ordnung. Ah, hier ist halt alles sehr, sehr akkurat gehalten, ne? Oh, jetzt hier die Kurven und die Felder, wie die Bäume arrangiert sind und sowas, das ist schon. Ist mal alles ein kleinen Tick zu akkurat, aber. Ja. Gibt's Dinge, die fallen bei anderen Maps sicherlich schlimmer ins Gewicht, von daher. Das sind so Sachen,
Ich weiß, es gibt sicherlich andere Maps. Warum das hier mit dem. Ach, da kann man auch einfach durchfahren, okay. Ja, finde ich jetzt nicht ganz so cool. Ja, ich weiß, bei Leuten, die das jetzt vielleicht hier öfters anschauen, wenn sie auf dem Kanal die Map Reviews, dass ich bei manchen Maps doch mehr schimpfe, wenn da, sagen wir mal, jetzt hier so gerade Strecke, eine 90-Grad-Kurve und dann geht es wieder geradeaus. Dass es alles so akkurat und so unnatürlich aussieht, dass ich da doch bei manch anderen Maps mehr schimpfe als jetzt bei der hier. Hat einfach die Bewandtnis, dass für mich persönlich jetzt hier diese die Topografie sehr viel wegnimmt und da einfach diese akkurate Bauweise dann nicht so sehr ins Gewicht fällt. Für mich persönlich, boah, die Straßen sind echt scheißeneng. Alter Schwede. Es ist ganz gut, dass es hier keinen Verkehr gibt, sonst. Also ich hoffe, wenn man jetzt hier irgendwie einen großen Ladehänger dran hat, das wird vielleicht schon. Boah, das ist dann schon eine sportliche Angelegenheit. Das ist schon schick. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist. So LS Landwirtschaftssimulator, Bergmaps haben schon irgendwie so einen ganz eigenen Charme, ne? Für mich jedenfalls. Gucken wir mal, dass wir vielleicht noch einen Zapfen nach oben kommen. Auch wenn das hier vielleicht nicht unbedingt eine Straße ist, wobei man das auch von den Straßen nicht sagen kann. Ah, es rumpelt zumindest ein bisschen. Okay, man kommt hier im Prinzip eigentlich auch nur wieder auf die Straße. Muss ein paar Serpentinen hochfahren. Hier ist ja nicht verkehrt, wenn die Straßen echt ein kleines bisschen. Es ist echt schwer. Aha. Gut, soll man hin wieder gegenfahren. Es ist echt schwer, hier da sinnvoll auf die Straßen zu bleiben. Und das jetzt bloß mit einem Traktor, also. Einfach mal so ein paar Ballen ins Gemüse eingebettet. Also hier oben hätten wir da noch einen Hof, den wir uns vielleicht mal noch anschauen. Ja, hier das mit den Straßen, das ist. Es sieht natürlich jetzt nicht so cool aus. Das sind halt so einfache Texturen, mit denen dann hier der, sagen wir mal, Platz oder die Kreuzung so ausgefüllt wurden. Dann quasi hier die Straße, die nach links und die Straße, die nach rechts weggeht. Das haben wir ja überall die Bäume. Und dann so drei Straßen, die halt so zum Ausfüllen genommen wurden. Ja. Gibt's andere Möglichkeiten, das zu machen. So, genau, ich guck mal noch ganz kurz speichern, wo wir denn jetzt eigentlich. Wo ich denn jetzt. Ich hatte jetzt gedacht, ich bin da oben, aber wir sind schon hier unten, aha. Ah, okay. Ich habe gedacht, wir sind jetzt irgendwo hier oben. Ich wollte nämlich eigentlich nochmal zu dem See. Boah, ob wir da jetzt nochmal hinkommen, fahren wir da nochmal hoch. Ja, wie gesagt, das ist eng und übersichtlich gehalten, aber nicht verkehrt, wie man dann hier oben rauskommt auf die Wiese. Irgendwie gehört uns das alles, okay. Vielleicht, warte mal. Ach, verkaufen doch. Wahrhaftig, das gehört uns schon alles. Ja, weil grau oder dieses graubraun ist ja und grün ist ja, wenn es uns gehört. Okay, alles klar. Uns gehört also die ganze Map. Wunderbar, finde ich ein bisschen, ja, übertrieben, aber. Rasenmäher. Ja, das ist doch. Schick gehalten. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt wüsste, nur hier hinten nochmal so nach oben zu kommen, dann würde ich nochmal zu dem See fahren. Kommen wir auf jeden Fall da über das erste Ding drüber. Über die erste Wasserlache. Ah, okay, das soll quasi sowas wie ein Stausee sein, wahrscheinlich, der dann hier unten
einfach aufhört. Ja, ganz ehrlich, ist es eine Beta. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt nochmal so speziell an der Karte groß was ändern wird, weil da werden jetzt bloß noch ein paar technische Sachen kommen, die verbessert werden, bis der offizielle Release kommt. Oh, guck mal! Ein Skilift. Cool, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Es gab mal diese eine Map, die hieß, glaube ich, Oberstdorf. Ich glaube, die ist Oberstdorf, die ich mal spielen wollte, weil die war richtig krass bergig, aber die habe ich nie zum Laufen gebracht. Falls das irgendjemand da eine Version findet, die funktioniert, dann darf man uns das mal gern schicken, weil da hätte ich Bock drauf, aber ich habe die nie zum Laufen gebracht. Also da kommen immer irgendwelche Fehlermeldungen, dass was nicht funktioniert, obwohl das eigentlich eine. Okay, das sieht auch interessant hier aus. Ja, das meine ich halt. Das sind hier also so vorgefertigte Sachen, wo es dann hier halt so kleine Fehler gibt, die ineinander übergreifen. Normalerweise müsste halt der Grünstreifen hier auch frei sein. Und hier dieses schnurstracks gerade. Ist nicht unbedingt meins. Theoretisch aus der Ecke hier oben, da können wir echt einen schönen Teil von der Karte machen, aber ich glaube nicht, dass da noch so viel passieren wird. Wie gesagt, da werden noch ein paar technische Sachen kommen bis zum offiziellen Release und dann Feierabend. Finde ich ein kleines bisschen schade, weil die Map von ihrer Grundstruktur einfach sau, sau viel Potenzial hat. Jetzt haben, glaube ich, hier hinten noch zwei Felder. Und ach, noch eine Kapelle. Ah, hier, ja. Und mit wenigen Sachen eigentlich eine richtig, richtig geile Map draus gemacht werden könnte. Aber ich weiß, dass gerade viele kleine Details, oder wenn man da nochmal mit dem Detailpinsel drüber geht über so eine große Map. Die Map ist ja jetzt wirklich nicht klein. Dass das gerade sowas halt sau viel Zeit kostet. Und pass auf, wir können da, dass es keine Zäune gibt, ja, einfach mal so quer, nochmal so quer durchschießen. Ach. Ach, das ist jetzt ein richtiger Zaun, okay. Auch die Zwischenräume sind Zaun. Alles klar. Naja, deswegen kann man da den Erbauern dieser Map nicht so direkt krasse Vorwürfe machen. Weil ich würde es ganz persönlich, glaube ich, auch nicht anders machen. So, da lassen sie uns wieder durchfahren. Das freut mich sehr. Auch wenn ich kein Freund bin, da so die Sachen eigentlich auf diese Weise zu erkunden. Boah, es ist echt eng. Das ist, glaube ich, ein richtiges Problem bei der Karte. Ich weiß nicht mal, ob das hier Fahrtwege sind, ob das Wanderwege sein sollen oder. In dem Fall möchte ich halt nochmal irgendwie ein Stück nach unten. Aber auf der Karte muss man sich. Ja, jetzt fahren wir hier wieder außen rum. Auf der Karte muss man sich, denke ich, schon auskennen. Wenn man den Wegen folgen will. Und den Straßen. Ja, ich meine, man könnte halt hier, würde ich auch geiler finden, wenn das halt so richtige Feldwege wären. Wenn es denn befahrbare Wege sein sollten. Was nicht verkehrt wäre, sonst kommen hier, glaube ich, manchmal sogar kein. Zu manchen Stellen gar nicht so richtig hin. Nichtsdestotrotz fahren wir nochmal nach unten, gucken uns nochmal die Feldregion an. Haben wir nochmal den lustigen Wasserfall. Und dann, ja, haben wir uns, denke ich, so. Jetzt habe ich gedacht, hier vorne steht jemand auf der Straße. Topografisch einen ganz guten Überblick verschafft. Was heißt topografisch allgemein so optisch einen guten Eindruck von der Map verschafft? Sage ich jetzt einfach mal so.
Ja, es gibt auf jeden Fall viele Höfe. Es gehört uns komischerweise bereits alles. Ich muss mal ganz kurz gucken. Dann kommen wir nämlich, glaube ich, noch zu irgendeinem Hof. Wie ich darüber? Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir eigentlich hin müssen. Ich muss noch mal ganz kurz auf die Karte schauen. Doch, wir müssen im Prinzip einmal noch darüber. Dahin sieht es doch schon nach Feldern aus. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier durch den Zaun durchkommen. Dann nehmen wir nämlich mal die Abkürzung. Natürlich nett. Farmerstraße. Also gut, da macht es natürlich vielleicht auch ein bisschen Sinn, dass das hier keine richtigen Texturen sind, weil, ja, wie gesagt, hier mit einem oder mit einem riesen Hänger voll Holz hier durchzukommen, das ist sportlich. Sportliche Angelegenheit. Stehen auf jeden Fall auch auf Camping da hier. Schon, glaube ich, der vierte Campingwagen oder so, den wir gesehen haben. Aha, das ist dann Textur. Scheint mir auch ein ganz kleines bisschen willkürlich, was hier Textur ist und was nicht. Ja, die Felder hier unten, wenn man das jetzt mal so sieht, sind doch recht übersichtlich und süß gehalten. Aber da uns ja alles gehört, können wir ja hier schalten und walten, wie wir wollen. Ich hoffe ganz ehrlich, dass da noch, dass das mit dem nächsten Update behoben wird. Denn ja, ich meine, man muss sich zwar seine Maschine noch kaufen, aber man könnte ja auch einfach wieder Felder verkaufen und das macht, glaube ich, ganz gut Money. Was haben wir denn hier? Gott, das sieht ja aus wie Einschusslöcher, wenn da irgendwelche Granaten eingeschlagen haben, aber es reflektiert einfach ein kleines bisschen komisch. Und dann haben wir hier oben nochmal noch so ein kleines bisschen Flachland zwischen dem Gebirge, wo wir eben die Felder haben, klein und übersichtlich gehalten. Und ja, wie gesagt, ich würde meinen, dass für mich diese Map am meisten Sinn macht für Leute, die ein bisschen Viehzucht ausprobieren wollen, die Lust drauf haben, ein bisschen rumzukurven. Ja, auch kleine Mengen an Ladegut irgendwo von einem Hof zum anderen zu transportieren, zu seinen Viehzeug zum Lager zu holen, hinzuschaffen, abzukippen, aufzuladen. Ja, wie gesagt, ist die Beta, die, dass die Felder uns alle gehören, wird wahrscheinlich noch, das wird hoffentlich noch gemacht. Ansonsten eine schöne, hügelige Map. Es fehlen vielleicht ein ganz kleines bisschen Details. Es können ein kleines bisschen, ja, sagen wir mal, die Felder und Straßen könnten ein bisschen natürlicher sein. Es ist verdammt eng. Es gibt keinen Verkehr, keine Menschen auf der Map. Finde ich ein kleines bisschen schade, weil es doch immer ein bisschen mehr Leben in die Bude bringt. Vor allem, wenn man allein spielt. Ja, Multiplayer haben viele Leute drauf Platz, ne? Ist halt die Frage, ob man mit den Feldern hinkommt. Vor allem, wenn man im Season spielt, denn da braucht man ja von allem ein bisschen mehr, dass man so über die Runden kommt. Das sei mal dahingestellt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn die, ja, vollständige Map rauskommt. Das ist eine Sache, die ich mir dann auf jeden Fall nochmal gönnen werde. Ja, ansonsten soll es hier von der Walche 2K19 gewesen sein. Alle Informationen nochmal unten in der Beschreibung, sowie der Link zum Downloaden, falls ihr die selber mal ausprobieren wollt. Ich finde sie ganz cool. Jetzt aber nichts so Besonderes. Es gibt bessere Bergmaps, wenn ihr das wissen wollt. Welche das sind, könnt ihr auch mal ganz gern hier in dem Maps Mods in More Ordner reingucken. Das sind ja doch mittlerweile einige Maps, die wir uns angeguckt haben. Ich denke, ich mache demnächst auch mal so ein kleines Ranking, was für mich denn jetzt so speziell gerade die besten Maps sind. Da gehört auf jeden Fall die Bergmann dazu, die wir auch in unserem Livestream spielen. Da würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Also Kanal abonnieren, Glocke drücken. Dann bekommt ihr Benachrichtigung, wenn wir live gehen. Schaut einfach mal mit vorbei. Würden wir uns sehr freuen. In dem Sinne soll es das hier von der Walchen 2K19 gewesen sein.
Ich wünsche euch eine gute Ernte und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.